Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge TradeWeaver auf meinem Kanal. Ich habe gerade das Savegame geladen und dachte mir so, holy shit, WTF, was ist denn hier schon wieder los? Und klick hier rauf und sehe, ach ja klar, der PZ08 geht mal wieder durch die Decke und die PZ06 auch. So, können wir gleich mal weiterlaufen, das Spiel. Da kommt nämlich gerade PZ08 angefahren. Aus beiden Richtungen sogar. Werd bekloppt. Schauspiel schauen wir uns kurz an. Nicht aus beiden Seiten. Das ist... Das ist ja auch... Nee, nee, wo gerade sagen, das ist PZ06. Aber da sehen wir doch mal gut, dass die 442, also der Kollege, der jetzt wendet, ist die 425 und jo, der Kollege, der hier unten noch steht, ist die 442. Auch Talent 2 genannt, dass sie doch erheblich länger sind in Doppeltraktion. Aber was hier abgeht, das ist echt krass. Okay. Und die Straße stört mich hier dermaßen. Warum? Was macht die denn hier? Ist die Zuganbindung nicht gut genug oder was? Jetzt, ja, schön Autosaven, fein machst du das. Nee. Moment, das ist doch der, der hier hochfährt, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Okay. Die PZ09 sagt uns, ja, die können wir eigentlich, würde ich sagen, ne? Hier unten steht nur PZ08. Wie geht's im Straßenverkehr? Der steigt. Ich verstehe es nicht. Dann haben wir schon extra dann S-Bahn eingesetzt. Weil scheinen die alle nach unten zu wollen. Das ist, finde ich, schon da komisch. Aber was hier an dem Bahnhof auch abgeht, das ist voll krass. Die 6 und die 8. Die 6 und die 8, die fangen nun schon auf Fahrzeuge mit 100er Kapazitäten. Da sind sie wieder, Wähler. 6 und 8. Okay. Jetzt haben wir die ersten 3 Minuten verlabert. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was bauen auch. Also wie gesagt, hier um die PZ09, die unser S-Bahn, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir damit machen. Beim Endeffekt, ja, macht sie denn Plus? Eisenbahn nur sichtbar? Na komm. Nee. Die PZ06 macht Minus? Im Ernst? Warum macht denn die Minus? Oje, oje. So. Naja, aber... haben wir hier eine PZ06 irgendwo in der Gegend? Da ist einer. Was fährst du nur so im Durchschnitt hier runter? Du fährst auf Garantie keine 160, also brauchst du hier auch keinen 200er einsetzen, der 200 fahren kann. Was ich natürlich machen kann, ich sage, ich rupp einfach den Bahnhof hier ab. So, nun steht alles wieder. Und warum? Weil hier alles steht. Okay.
Wir nehmen eine Straße, wir ersetzen eine Straße, sagen wir mal. 14 werden, danke. Das Problem an der Geschichte ist, was ist das Problem an der Geschichte? Ich glaube, wir müssen die Kultur tram. Ja. Ich denke, wir werden die Kultur tram umleiten müssen. Der braucht ein größeres Gebiet, wo er fahren kann. Wo er drehen kann. Und zwar, ich habe auch schon eine Idee gerade. Wir lassen den Kollegen einfach hier geradeaus rüberfahren. Hier rüberfahren. Und lassen den hier drehen. Moment, da dreht der Bus, da fährt der Bus. Dann. Alter, Jahreswechsel ist schlimm. Ich muss, glaube ich, mal den Autosave anders einstellen. Lass mal die Kultur drum hier wenden. Heißt für uns, wir sagen, nehmen die Haltestelle mit und dann würde ich sogar innen gehen. Sprich hier und da. Sprich, ich brauche einmal die Straßenbahn, die Kultur drum. Machen die denn da oben? Nee. Also die Burgstraße, die muss weg. Nach der 1 fügen wir die hinzu, fügen die hinzu und fügen die hinzu. Fügen diese hinzu. Dann hätten. Und dann solltest du rein theoretisch hier nochmal halten. Warum stehst du jetzt hier? Ist dir die Gleis dann nicht schön genug, oder wie? So besser? Oder sind das einfach die langen Züge, die die Kulturtrommel hier irgendwie aufhalten? Moment mal. Jetzt steht der Tatra da. Habt ihr jetzt hier ein Problem mit den Wänden? Nee, ne? Nee. Und der fährt außen rum. Der fährt außen rum? Okay. Jetzt machen wir natürlich hier wieder nein. Und also nehmen wir noch. Vielleicht habe ich das. Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt mal langsam gelöst. Okay. Die Tatras hier. Das Schlimme ist, die Tatras brauchen ja die langen Züge. Normalerweise müsste ich auf, der Linie noch 2-3 Tatras einsetzen. Aber es bringt ja nichts, wenn die alle hier oben im
in der Wende hängen. Warte mal, da oben fährt der Bus rein, ne? Da fährt der Bus rein. Der fährt dann kommt von hier, beziehungsweise von hier. Ne, Moment. Hier ist eine Bushaltestelle hier und dann fährt der Heckweg hier und hier rein. So, wo wollen jetzt die ganzen Autos hin? Kann mir das jetzt mal bitte einer verraten? Die wollen alle hoch. Nach Sylt hin. Okay. Ich habe eine Idee. Ihr habt euch doch eine S-Bahn gewünscht. Ist zwar noch nicht die Challenge, aber es wird auch eine S-Bahn werden. Mal gucken, warte mal. Eisenbahn nur sichtbar. Der PZ06. Baratal-Anbau. Den entfernen wir mal hier und den... Na komm her. Da entfernen wir den mal auch. So. Jetzt machen wir mal kurz Stopp. Sagen ihm, der wird weggeraubt. Er bleibt erhalten. Aber... In viergleisiger Ausführung 240. Wenn ich das jetzt hinkriege, dass ich... Ne, der ist ja... Ne, das... So wollte ich den nicht haben. Den wollte ich haben. Das macht ja nichts. So. Den können wir ja ein bisschen abändern, hier die Strecke. Okay. Und zwar Oberleitung. Was hat er denn jetzt gemacht? Ist egal. So, das. Das haben wir gemacht. Da hätte ich jetzt gern, dass du hier ranfährst. Okay. Steigung zu steil. Na, ah, den Hashtag kennen wir doch irgendwo her, ne? Steigung zu steil. Oh, das ist ein Insider für alle, die nicht da in die Zocke gucken. Kollision bei Tarn. Okay. Na sag mal, willst du mich jetzt wohl ärgern? So, was wir jetzt machen, wir probieren einfach mal von hier. Was? Auf der anderen Seite hat es doch auch geklappt, oder was ist jetzt hier los? Moment jetzt mal. Ich kann von der Seite keine Gleise weglegen. Warum nicht? Legen wir die halt nochmal, ist mir egal. Ich hätte jetzt gern hier ein paar Gleise weggelegt, bitte. Auf einmal geht's oder wie? Thank you.
könnten jetzt bitte hin. Tatsächlich werden die in der Kurve sowieso nie fahren. So. Jetzt brauche ich bitte Signale und zwar bitte eigentlich Blocksignale. Das soll ein kompletter Block werden. Bedeutet. Einer, noch einer und einer, noch einer. So, jetzt brauche ich noch die 300er Gleise und zwar hier und da. Ah, sieht ja schon mal geil aus. Nur das hier gefällt mir nicht. Der hier. Vielleicht können wir den ja ein bisschen sanfter daran führen. So sieht er doch schon besser aus. So, und jetzt, alles was ich jetzt möchte, ist, dass der Kollege, hat er ja von sich aus schon gemacht, in der Mitte durchfährt. Achso, fällt gerade ein. Strom? Hallo? Nicht speichern jetzt. So. Gehst du mal kurz zu, bitte? Strom ist drin. Die PZ06 ist gerade weg, okay. Die PZ08, die geht völlig ab. Verstehe nicht warum, aber sie geht ab. Wie Schmitz Katze. So, weil ich möchte jetzt probieren. Habe ich denn hier noch ein freies Gleis? Dürfte ja eigentlich nur eine Linie ankommen, oder? Das Gleis ist besetzt. Das ist noch frei. Jetzt ist die Frage, komme ich da ohne weiteres raus, ohne dass ich... Schauen wir mal. Ey, der Monatswechsel ist ja schlimm geworden, allerdings. Wenn er das nächste Mal hier vorbeikommt, gucken wir mal. Dann haben wir sowieso schon 20 Minuten rum. Ich möchte heute die Folge etwas kürzer halten. Was auch schon fortgeschritten in der Zeit ist. Weil ich euch erst nach der Nachtschicht aufnehme. Bedeutet, wir haben 6.37 Uhr. Richtig, 6.37 Uhr. Und da ihr das Video heute noch zu sehen bekommen sollt. So, jetzt haben wir einen 4-Minuten-Takt. Die 7 und die 8, die geht völlig durch die Decke. Und die 3 mittlerweile auch. Du nicht, oder was? Dann werde ich dich auf die Rundwagen wieder austauschen. Weißt du, 130 wieder... Die Rumwagen sind scheinbar immer noch das Beste momentan. Für Holz und Bretter. Nicht Triebwagen, nicht Loks, sondern Wagen. Und zwar Güterwagen. Rumwagen für Holz. 2, 4, 6, 8. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn.
Tauschen bitte. So. Und man nicht nur sichtbar, wie sie geht. Bretter. Die Bretter machen noch schon wieder Minus. Warum machen die Bretter jetzt auf einmal schon wieder Minus? Das kann doch wohl nicht schwarz scheinen. Hab eigentlich gedacht, ich habe die Bretter, die Bretterproduktion. Hätte ich zumindest gedacht. Was ist denn jetzt los hier? Achso, Moment. Den nicht. Den hier. 50. Ach du Scheiße. Jetzt sag nicht, dass die ganze Produktion abgekackt ist. Ey, da ist ein Bedarf von 400 knapp. Dann weiß ich auch, was hier los ist. Warum die jetzt auf einmal alle Minus machen. 13 Holz, 50. Aber lass die jetzt bitte nicht bei 50 hängen, Alter. Dann flippe ich aus. 50. Ich habe eine Produktion von 414. Nein. Ich würde fast bei... Ist der jetzt so? Oh, er geht hoch. Alles klar. Ich habe eine Produktion von 414. Habt ihr das gesehen? Beziehungsweise einen Bedarf. 400! Jetzt wisst ihr, was da abgegangen ist. In der Zeit, wo hier die falschen Züge auf der Linie gefahren sind. Alte Scheiße. Gut. So. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier... Moment. Das ist ja gar nicht den Bahnhof, den ich meine. Na toll. Warte mal. Mein Hauptbahnhof, der ist hier. Nee. Seht ihr mal, jetzt finde ich mich nicht mehr zurecht. Hier ist mein Hauptbahnhof. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich... Ich möchte eigentlich noch eine S-Bahn einsetzen. Auch wenn die kein Geld bringen sollte. Die dann wirklich... Gucken von hier, von Selten nach Berzahn, wirklich nur in den Vorort fährt. Aber dazu sollte ich vielleicht hier auch umbauen. Weil die scheinen nämlich, wenn ich mir diese Straße hier angucke, wenn mich das Spiel lässt, guck mal, was hier abgeht. So. Ja, und jetzt. Hier geht's. Ich bin der Meinung, die sind hier. Guck mal, die sind alle hier runter unterwegs, noch Selten. Und da in Selten, hier in Selten, der Bus fährt, müsste ich doch eigentlich das so hinkriegen, dass ich, ja, rein spekulativ, ne? Das wäre zu geil, wenn das so klappen würde, wie ich mir das denke, aber... Na, komm her. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen Wechsel drin. So, ich laber aber schon wieder viel zu viel. Guck mal, was? Wo kommen die ganzen... Also, ich bin langsam mit sprachlos. Es kommen ein paar Schübe an, das ist, gibt's gar nicht. Und hier fährt die Straßenbahn nur im Kreis, genau. Und wird ergänzt durch einen Bus, der nach oben fährt. Ach, der Doppelgelenker. Hm. Okay. Sehr schön. Okay. Und jetzt wiederum versch... Ach so, der wird schneller sein als die S-Bahn, die hier runterfährt. Deswegen fahren die alle... Da werde ich jetzt eins, bevor wir aufhören, noch ausprobieren. Da probiere ich jetzt eins noch aus. Das interessiert mich jetzt. Was passiert,
Wenn ich ihm jetzt sage, Triebwagen, elektrisch, der fährt jetzt 100. Die fahren 160 mit 26. Die haben 42 und von... Was kostet denn der mich im Unterhalt? Hör auf zu speichern und zeige es mir. 400.000. 600.000. 700.000. So. Dieser verdammte Autosave, den muss ich unbedingt ausmachen. Alle 5 Jahre nur noch Autosaven. So, dann werden wir eben die Strecke unterm Hintern gleich mal halt. Schiene. Ja, die da. Zack. Dann kann der da, kann der da 140 fahren, wenn er ausgetauscht wurde? Der wurde schon ausgetauscht, ne? Genau. So, jetzt stellt sich mir die Frage. Ach, wir haben übrigens gesehen, hier warten auch Leute, ne? Ich habe gedacht in der anderen Stadt, dass da irgendwas im Argen ist mit dem Ding. So, wir schauen mal kurz, ob er die 120 überhaupt erreicht. Auf dem Stücke. Macht er, alles klar. Er fährt sogar fast die 140 aus, das ist schon mal schön. Und da wartet er jetzt auf freie Wege. Du hast trotzdem momentan keine Fahrgäste. Und das staut sich hier. Alter, und da meine LKWs kommen da fast gar nicht mehr hinterher. Alles klar. Wie gesagt, ich rede zu viel. Ich habe noch mal kurz was getestet. Aber ich denke mal, wir werden den Zug dann später auch einsetzen für die andere S-Bahn. Also sprich, die Linie hinten kappen und die Linie einfach in die andere Richtung fortführen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Sonst wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage nur auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.